ganz... Ups. Nein, das wollte ich nicht. Ganz, ganz lecker Köder. Leckerer Köder. Eure Schuld, ihr vermasselt's. Ach, dumme Fische. Dann, Zombie-Fleisch. Für mehr Running-Action. Weiß gar nicht, was das macht. Wir sind zwar irgendwie vergiftet, aber irgendwie macht es keinen... Es macht keinen Schaden. Check ich überhaupt nicht, was das bringt. Das ist eigentlich Hunger auf Bewährung, sagen wir es mal so. Wir kriegen halt wieder schnell Hunger, aber... Also für einen Notfall, um ein bisschen zu sprinten, reicht's. Das füllt den Magen sogar noch ein bisschen. Dann hauen wir das Ding uns mal rein. Gut. Da liegen Äpfel. Finde ich übrigens dufte, dass man die Äpfel reingebaut hat. Das war etwas vom nützlichsten, was je in Minecraft reingebaut wurde. Die Äpfel. Muss man nicht immer Tiere abschlachten am Anfang, um was zu futtern zu kriegen. Äpfel. Apfel. Apfel? Hallo, Apfel. Apfel? 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 Jetzt ist es unser. Gibt's hier noch einen Apfel? Apfel, Apfel. Ich sage jetzt ganz oft Apfel. Einfach nur, damit es euch auf den Sack geht. So, da springen wir kurz ins Haus rein, also über den Zaun. Hui, au. Sieht auch schon ganz viel heller aus. So, wir werden den Zaun schon verbrauchen, keine Sorge. Wenn nicht jetzt, dann später. So, dann kommt hier noch so ein... So. Gut, bevor die Nacht einbricht, möchte ich eigentlich das hier ganz gerne fertig haben. So, wir machen noch eine dritte Schicht. Und ich weiß, unsere Viecher sind noch nicht vor spinnensicher. Müssen wir noch ändern. Sobald ich Kakteen irgendwo sehe, mache ich so eine Spinnenfalle, wo die Viecher nicht drüber kommen. So, das ist unser Gehege. Jetzt brauchen wir noch eine Seite für unser Weizen. Das Weizen kommt hier hin. Haben wir Erde? Ja, wir haben Erde. Perfekt. Erde. Komm. So, ne, ein bisschen breiter darf es schon sein. So, hier... Das abbauen.
Es wird Nacht. Und ihr wisst alle, was in der Nacht passiert. Die Zombies kommen. Ja, die Zombies, die stürme ich nicht mal groß, aber die Creeper. Ja, jetzt werde ich gleich von hinten von einem Zombie erschlagen. Ich sehe es kommen. So, jetzt kommen die... Na, da kommt noch ein Zombie hoch. Egal. Zu wenig Zäune. Ich wusste es. Woher kriege ich Zäune? So. So, das da. Irgendwas, ich hab, ich weiß, was ich noch vergessen habe. Und zwar, oh Mann. Ich mache das so. Und dann hier, dass wir hier zwei Zauntore haben. Ich habe die Blumen echt gerade für eine Spinne gehalten. Ich bin ein bisschen paranoid. Ich wollte Kohle brennen. Könnten da immer noch drüber springen, wenn sie schlau genug sind. Fällt mir gerade so auf. Woher kommen immer diese scheiß Endermänner? Solange ich die nicht anschaue, müsste ja alles in Ordnung sein. Da ich eh zu wenig Zäune habe, werde ich mich gleich mal rein verziehen. Du scheiß Vieh! Wieso muss der mir direkt immer ins Blickfeld laufen, ey? Die Hühner werden wir auch später mal noch aussetzen. Ich brauche jetzt erstmal Holz. Haben wir noch Holz? Wir haben sogar noch Holz. Sehr schön. Das Pulver hier brauche ich eigentlich gar nicht. Die Kohle brauche ich allerdings schon. Das brauche ich vorerst nicht. Holz. Da. Das so, und dann machen wir hier Holzkohle und zack, haben wir wieder Fackeln. Herz allerliebst. Was schwimmt da? Da schwimmt eine Spinne. Nimmt sich ein Bad. Überall Viecher, die ich nicht leiden kann. Dann wird es Zeit, wieder unsere Werkzeuge aufzufrischen. Wir haben noch eine Steinschaufel. Ja, das hat jetzt mehr Angriffsschaden. Ich will eigentlich nicht in der Nacht beenden. Wollte eigentlich jetzt die Aufnahme stoppen. Aber wenn es Nacht ist... Ist der Enderman noch da? Ne, der hat sich jetzt, glaube ich, gerade in den Wald verzogen. Du kommst hier nicht rein. Hier noch mal mit dem Rasenmäher durch. Können wir hier schon mal die Gräben ausheben. Warte. Ich glaube... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können wir hier in die Mitte... Ich weiß, es gibt keine Mitte, aber... So, hier können wir eins machen. Und da müsste eigentlich alles bewässert werden. Oder bewässert sein.
hier kommt dann das Wasser rein. Gut. Hier wird dann, hier kommt dann unser Garten hin. Eigentlich können wir uns unsere Zäune jetzt noch fertig machen. Zäune. So, nochmal. Ich glaube, jetzt soll es reichen. Ich hoffe es. Zu machen. Wieso ist dieser scheiß Enderman dort? Du kommst hier nicht rein, habe ich dir schon mal gesagt. Ich überlege, ob ich mir hier ein Glasdach machen soll, damit die Hühner in Sicherheit sind. Aber ne. Wenn es Tag ist, dann werde ich hier Fackeln auf dem Zaun platzieren. Dafür müsste aber erstmal Tag werden. Das muss da rein. Dann wird den noch, der da rein muss. Das muss da rein. Was muss sonst noch rein? Nix, ne? Gut. Wir brauchen was zwischen die Kiemen. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Das halbe Herz. Jetzt das halbe Steak. So, ich glaube, wir haben alles. Dann geben wir uns nochmal hier runter und buddeln ein bisschen weiter. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt gut, wenn die für den Arsch ist, dann regt es mich auf. Weil ich finde, wir haben jetzt schon, sind schon sehr weit gekommen. Wir haben schon eine erste anständige Bude, die wirklich anständig ausschaut, an einem anständigen Ort. Und ja, also ich finde, man kann nicht klagen für das erste Heim. Haben auch schon einen Garten, wo das nächste Mal dann die Hühner reinkommen und das Weizen, und wenn sich irgendwo welche auftreiben lassen, die Schweine und die Kühe, kommt da alles auch noch rein. Aber halt das nächste Mal, ne? Und es ist noch so weit, bis wir das nächste Mal die Fackeln setzen. Und dann gehen wir wieder nach oben, setzen die Fackeln auf die Zäune, und dann war es das denn eigentlich für heute. So, noch einen weiter gehe ich, und danach setzen wir die Fackeln. Irgendwann wäre es auch noch cool, wenn wir einen Dungeon finden würden. Das Eisen baue ich jetzt auch noch ab. Gib her. Hier haben wir wirklich eine schöne Ader gefunden. So, und da hier die Fackel geplant war, kommt hier das auch wieder hin. So, dann springen wir wieder hoch. Irgendwann muss ich hier noch Treppen verlegen. Da oben war eine Spinne. Werde sie uns in unserem Garten, dann gibt's aufs Maul. Wieso so ein scheiß Enderman? Wo steht er dieses Mal? Du dummes Vieh! Verzieh dich! Dummes Vieh, hau ab! Ja, geh woanders rumschreien. So, ich hasse Endermänner. Ja gut, wer hasst sie nicht? Hi! Grüßt seist du. Ja, genau. Oh Mann, bin echt zu dumm zum Scheißen. Hopp da hoch!
Dann, wo haben wir das andere gesetzt? Etwa hier. Kommt hier nochmal eins und hier nochmal eins und da nochmal eins und hier nochmal eins und da unten ist ein Skelett. Er snappert uns hier runter. Daneben. Nicht in mein Haus, du Dumpfbacke! Da ist ein Zombie verbrannt, geschieht ihm ganz recht. Hier ungefähr müsste es sein. Gut. Juppa! Aufs Maul gelegt. So, das nächste Mal werden wir uns, denke ich mal, auf die Suche machen nach Schweinen, Schafen, vor allem Schafen, weil ich nicht Bock habe, immer die ganze Nacht zu arbeiten. Und wir auch mal pennen müssen, sonst übermüden wir. Wir packen die ganzen Sachen hier, die Enderperlen auch hier rein. Das da rein, das da rein. Gleich benutzen. Dann haben wir hier noch Kohle. Können wir das hier noch brennen. Und dann würde ich sagen, war es erstmal für die erste erfolgreiche Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn nicht, dann lasst einfach. Wie gesagt, das ist hier wirklich nur, weil ich Spaß an dem Spiel gerade habe. Das kommt nicht allzu regelmäßig, denke ich. Einfach wirklich dann, wenn ich Bock habe aufzunehmen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Mrs. Wiszoga. Ciao.